Anmut spart nicht noch Mühe. Hans Eisler und Paul Dessau begrüßen die DDR. Versetzen wir uns in die wilden 1920er Jahre. Unsere Protagonisten sind junge, hungrige Komponisten. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten müssen sie aber sofort fliehen, denn sie sind nicht nur Kommunisten, sondern auch jüdisch. Aus den USA, wo sie den Krieg überstehen, werden sie 1948 aber auch ausgewiesen und schon sind sie wieder heimatlos. Plötzlich gibt es ein neues sozialistisches Deutschland und dort wartet man auf sie. Warum sie aber auch dort mit ihrer Musik weiter anecken, das erzählen wir in unserem neuen Buch.